So, wir sind zwar in der Offensive, aber ich glaube, es ist nicht verkehrt, eine Panzerabwehr den Berg darauf zu bringen. Go, go, M3. Vielleicht kann die Panzerabwehr feindliche Panzer erwischen, die hier über deren Hauptverbindungsweg kommen. Oh shit, so wie den da. Ich glaube, wir müssen doch über den Strand das machen. Das heißt, ich werde meine Männer hier hinten hinstellen. Selbst wenn, haltet mal dort die Linie. Vielleicht klappt das ja. Da ist nichts. Noch ein, wunderbar. Noch mal rein, wunderbar. Nein! Oh, shit. Das hätte mein Panzer werden können. Ja. Es wurde sogar mein Panzer am Ende des Tages noch. Oh, den habe ich da gar nicht gesehen. Wunderbar, zwei Panzer schon mit der Pack erledigt. Nice. An sich will ich auf den Spawn-Beacon aber wieder spawnen, wenn das geht. Das war der gar nicht, auf den ich geschossen habe. Da ist noch einer, da sind zwei auf genau dem Spot. Scheiße, und jetzt kommt hier eine Arti runter, die mir meine. Stellung verwüstet. Ist egal. Wir spawnen da neu.
Oh shit, hier sind viele Feinde. Wow. Wir haben absolut keine Chance. Okay. Ich hoffe, dass unser Bomber da mal was hinbekommt. Weil sonst werde ich gleich das Flugzeug übernehmen, wenn der das jetzt hier nicht auf die Reihe kriegt. Ich habe ein Nötigstes getan. Ich habe einen Panzer vernichtet und ich habe einen Spawnbeacon gesetzt. Einen guten. Ja, Maschinenpistolen sind nie so präzise wie Gewehre in dem Spiel. Wir müssen da trotzdem ran, da führt kein Weg drumherum. Was vor? Okay, die kommen jetzt von der rechten Seite. Ja, ich kann ja auch nicht in alle Richtungen gucken, ist das Problem. Mein Gott, wir nehmen das Flugzeug. Wir haben zwei Panzer, das heißt, ich nehme einen Flieger. Mal gucken, was dann passiert. Okay. Wir haben noch keinen Richtschützen, dafür muss ich erstmal ein Level Up machen. Oh Gott, wir haben ein einzelnes MG. Ich weiß ja nicht. Wir kommen wieder. Okay, mal gucken. Aufmunitionieren. Wir müssen aber nicht landen, oder? Sogar reparieren? Ah, und da oben ist Muni, okay. Reparieren und Muni? Awesome. Alles andere ist nicht awesome. Bin kein Freund von Doppeldeckern eigentlich. Vor allem der wirkt sehr träge. Oh mein Gott! Oh, ich dachte, ich kann beide einzeln abwerfen. Wahrscheinlich haben wir jetzt nichts getroffen, deswegen. Das ist schwer einzuschätzen, wenn man den Bomber noch nie geflogen hat.
wann und wo man die Bomben am besten abwirft. Nein, 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 bleib mal bei Fullspeed. Ach, gucken wir mal, ob wir es hinkriegen, nochmal einen guten Run zu machen. Und diesmal was zu treffen. Momentan würde ich ja sogar sagen, wir haben keine Gegner in der Luft, oder? Ne, ich sehe nichts, egal wie drum ich mich hier so ein bisschen drehe. Sieht nicht so aus. Was war das? Gut, dann versuchen wir es nochmal. Okay, langsam, träge. Ein MG, wenn ich das richtig sehe. Und auch nur ein 762, also nicht wirklich stark. Ich hoffe mal, dass ich mit den Bomben besser umgehen kann. Ich nehme mal an, die feindlichen Flugzeuge kommen von dort vorne. Oh ja, wir haben welche bekommen. Es waren nur drei von einer Person, aber es ist dann immer ein Kill. Also Luftkampf stelle ich mich hiermit ziemlich grausam schwer vor. Aber gut, das war's. Wunderbar, ab in die Panzerabwehr. Wir sind in der Offensive, so wie es aussieht. Mal sehen, ob wir die nutzen können, die Panzerabwehr. Oh, es ruckelt. Warum das? Okay, das ist ein feindlicher Panzer. Zwei. Sehen wir aber nicht. Perfekt. Perfekt. Gar keinen, wunderbar. Ein 13er Killstreak. Den haben wir auch, wunderbar.
Okay, der kommt scheinbar dahin, um meine Pack zu zerstören. Au. No! Du Monster! Nein! Nein! Okay. Mal sehen, ob die sich von woanders zeigen. Können die auch von rechts kommen? Soweit kommen wir da nicht mehr rüber. Und wir zerkratzen uns den Lack. Na gut, da können wir nicht hinschießen. Das kriegen die so schon hin. Wir halten mal den Bereich im Auge. Ich glaube, von der... Von hier... Okay, wir haben ihn. Einen haben wir schon mal. Boah. Boah, gib mir das Kratzen auf den Sack. Oh. Letzter Schuss, okay. Ich benutze auch die nicht panzerbrechende Muni gegen dich. Komm doch zu Papa! Was hast du solche Angst? Ist doch nur eine Panzerabwehr. Aber wir können auch erstmal die Munition auffüllen.
shit. Okay, damit hätte ich rechnen können. Wir gehen nochmal in den Flieger jetzt erstmal rein. So eine Runde fliegen. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Vor allem, weil die hier immer ein Waffen haben. Auch wenn es nur Maschinenpistolchen ist, der Maschinengewehr, besser als gar nichts. Gut, baue erstmal Geschwindigkeit auf. So bei 150 heben wir ab. Ja. Etwas früher. So, und jetzt locker flockig einmal rüber. Aber hey, wir haben immer einen Panzer gut Damage gemacht und einen anderen sehr stark geärgert. Einen Panzer haben wir kaputt gemacht. Damage ist ja falsch in der Hinsicht. Keine Ahnung, was das hier sind. Was hat das hier für Metallstäbe? Bitte. Okay, ein. Und wo ist die Flak? Da. Ob wir es nochmal machen sollten? Ne, wir wollen uns lieber bomben. Jetzt weiß ich, warum ich selten japanische Flieger sehe. Auf jeden Fall diese anfänglichen. Ohne MG ist es schon ein bisschen blöd. Kann man nicht einfach piu 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 machen. Aber die sind dafür schneller. Und haben zwei Bomben. Gut, wir können nochmal ranfliegen. Also ich nehme mir, also ich denke mal, in einem Luftkampf, obwohl wir richtig unwendig sind, würden wir gewinnen, weil der Gegner hat ja keine Waffen. Das ist so lächerlich. Oh mein Gott, wir haben den nächsten Panzer eliminiert. Diesmal zwar mit dem Flugzeug und der Pack in Verbindung, aber nehme ich so hin. Nein, okay. Wir springen mal ab.
Ich habe vergessen, dass ich... Ja. Das heißt, der Flugzeugabwehr, der Flugzeugkill geht an jemanden mit einem Gewehr. Wait, mein Baby steht da noch? Und noch mit der gesamten wundervollen Munition. Das sieht aus wie eine Panzerabwehr vielleicht. Oh ja, da hätte ich den wirklich wunderbar treffen können mit der hier. Oder ein Panzer, richtiger Panzer oder eine Panzerabwehr. Aber es macht ja keinen Damage aktuell. Die 4,7 cm Typ 1 Panzerabwehrkanone ist. Oh lol, Idiot. Ist die Frage, ist das wirklich eine Panzerabwehrkanone oder ist das ein. Das ist ein Panzer. Oder? Wait, ich sehe einen Panzer. Dieser Premium-Panzer hier, dieser Schwimmpanzer. Ach, komm schon! Ihr seid doch zum Kotzen. Wo ist er hin, ist die Frage. Das Teil ist riesig. Komm, gib mir den Kill. Ja! Katschi ausgeschaltet! Ah, wunderbar. Damit habe ich all die Action gehabt mit der Pack, die ich wollte. Versuchen wir mal die Panzerabwehrkanone zu holen, je nachdem, wo die ist. Wenn es eine Panzerabwehrkanone ist. Ich habe Angst, dass es ein Panzer sein könnte. Da war das Teil. Keiner von uns. Das ist ein Panzer tatsächlich. Damit hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es rechnet, dass es ein Panzer ist. Das hätte ich nicht erwartet. Wäre wohl besser. Und er ist schlau, er bleibt weit hinten. Oh, lol, vor uns noch. Oh, ich muss nachladen. Fünf ist Granate. Da vielleicht können wir uns tarnen. Vielleicht sollten wir den Trupp schnell loswerden. Ich weiß nicht, wie schnell wir in die Luft kommen, damit wir vielleicht wenigstens einen Flieger mal abschießen können. Mal gucken.
Okay. Konfrontation. Mal sehen, wie sich das macht. Die Pioniere sind mit Enfields ausgestattet. Wir haben jetzt endlich eine Panzerabwehr dabei. Die würde ich gerne nutzen. Mal sehen, ob es einen guten Winkel gibt. Vielleicht können wir irgendwie von der Seite oder so auf die Feindpanzer schießen. Oh shit. Komm, scheiß drauf, wir bauen da jetzt keine. Keine Flak. Wait, wir sind noch im Radius? Der Panzer sollte nur ein bisschen nach vorne kommen. Oh shit. Sind wir in der. Bye bye Artillerie, pack Panzerabwehrkanone oder whatever. Hey. Hey, Babe. Dann nehmen wir jetzt erstmal die HE. Was jetzt da links von da ist, kann ich jetzt nicht sehen. Das war der Panzer. Zentimeter. Das war sogar ein kritischer Treffer am Panzer. Lad doch nochmal die HE. Okay, die ziehen sich zurück. Schade. Dass sie sich nicht vorher getraut haben, vorzurücken. Versuchen uns eine neue Stellung und versuchen es dann nochmal besser zu machen.
Ja, das ist auch einfacher. Ich würde lieber da rüberkommen. Und von da aus schießen. Das sollte vielleicht gut klappen. Wobei, da ist schon ein Panzer. Aber eine Etage weiter nach... kann ich jetzt nicht genau zeigen. Mit zwei Feindpanzern müsste ich ja doch klarkommen. Kommt schon. So einfach geht das. So. Dann ziehen wir weiter nach vorne. Und dann werden wir... Ja. Da oben wahrscheinlich oder so eine Pack hinbauen. Mal sehen. Die werden wieder Panzer bekommen, so ist es nicht. Vielleicht auch hier. Nee. Oh. Männer? Da warten. Sir, yes, sir. Mhm. Das ist genau das, was ich hören will. Ich glaube, die Panzer kommen ja von hier. Wir können erstmal HE laden. Oh, große Explosion. Nur Hitmarker? Ja, wir haben die Stellung wieder verloren. Wir müssen zurück. Schade. Dann geht's jetzt ab in den Nahkampf mit unserem Medic Squad. Immerhin haben wir einen Panzer ausgeschaltet. Oh, scheiße. Japanischer Fallschirmjäger. Wir sollten hier drin sicher sein, oder? Hoffe ich lieber. Bitte. Und da kommen noch mehr feindliche Truppen.
Ah, da ist ein MG, aber wir haben keine Fernkampfwaffe. What? Ich hab dem Handy gedrückt. Ganz eindeutig. Das ist eine schlechte Runde, I guess, bis dato. Versuchen wir uns mal nach da drüben zu fokussieren. Ja, verdammt. Okay, in meiner Ansicht war ich bereits in Deckung. Die mittlere Insel, maybe als Panzerabwehrinsel. Na komm, komm, komm. Einer meiner Leute ist schon tot. Oh, nicht gut. Keine Ahnung, was mit der Pack passiert, wenn wir die auf so unebenen Gelände stellen. Deswegen versuchen wir es. Die leichten Flugabwehrpanzer sollten wir aber trotzdem easy damit fertig machen können. Oh mein Gott, sie hebt ab und landet. Wir kommen auch weit genug nach rechts rüber, wunderbar. Dann laden wir auf HE-Money. So eine Nachladegeschwindigkeit. Wow, nur Hitmarker. Bin ich tot? Ja. Oh, direkter Treffer und strategisches Konstrukt zerstört. Ich nehme an, Respawn Beacon. Da kommt ein Panzer. Beziehungsweise kommen ist wohl falsch gesagt, er steht da. Gut zu wissen, die kommen also, ja, von der Straße, okay. Wir haben eine Marschposition, wir können das Teil bewegen und drehen. Love it. Das sehe ich jetzt erst. Wir bleiben jetzt noch mal kurz hier. In der Hoffnung, dass der Panzer sich vielleicht gleich nach vorne bewegt. Na, schade. Schade, wenn ich einfach so die Munition durchtauschen können.
auf. Da gehen wir in HE-Muni rein. Wir sind nicht schnell. Wir haben uns festgebackt. Wir können die aufgeben, glaube ich. Gut, dann sehen wir mal, ob wir irgendwo eine gute Stellung für die Pack bekommen. Da drüben nehme ich an, wäre eine gute. Ja, die haben sogar ein Flugabwehrfahrzeug. Wir werden dann mal auch eins bauen. Ja genau, die haben Flugabwehrpanzer, wir werden jetzt eine Panzerabwehr bauen. Ich würde sagen, hier hin. Zwischendurch mal ganz kurz unsere Soldaten sagen, da in Deckung gehen. Damit die auch ja nicht abhanden kommen. Okay, jetzt tauschen wir. Hallo? Gut, dann wechseln wir auf HE. Das ist doch ein Witz, wie schnell die Position überrannt haben. Das ist der einzige. Ich glaube, die meisten Panzer würden darüber kommen, weil es ist ein Weg. Ich nehme mal an, die haben doch keinen Panzer. Sonst hätten wir sicherlich schon was davon gehört. Oder gesehen. So, wir haben noch. Mal wieder nach rechts gucken. Oben. Da können wir nicht hochschießen. Oh, okay, jetzt haben wir nur noch die HE-Geschosse. Die APHE. Das ist aber kein feindlicher Panzer. Ein feindlicher Panzer wäre super, den könnten wir hier frontal treffen. Bewegungsunfähig machen.
Wir sollten ganz kurz einfach die Muni auffüllen. Dann machen wir halt eine ziemlich heftige Infanterierunde. Oh, der ist ausgewichen. Dann machen wir halt so viele Infanterieabschüsse hiermit erstmal, wie es geht. I don't care. Ne, wir werden uns nicht darüber drehen. Wir bleiben hier. Die Panzer müssen, so viel ich weiß, von da kommen. Oh, lol. Aus Versehen die Taste gedrückt. Was war das denn? Ich achte auch auf den Killfeed mal eben, ob da vielleicht gleich kommt irgendwie bestimmtes MG, was die Panzer der bestimmte Bewaffnung, die Panzer nutzen, der Alliierten. Guck. Wir könnten uns dahin drehen, dass wir jetzt hier reinschießen können. Ich weiß nur nicht, wie schlau das ist. Ist da ein Panzer? Ne, ich sehe da keinen. Durchladen. Wieso ist er noch am Leben? Oh mein Gott, der lebt immer noch? Ist der Panzer kaputt? Ja. Oh mein Gott. Uns hat dieses kleine Blechschild vor den. Ich glaube, das ist ein Kaliber 50 geschützt. Theoretisch müssen wir hier einmal hinrennen und das schon wieder auffüllen. Wir können sogar den Soldaten drin lassen, so viel ich weiß, oder? Ich müsste eigentlich wechseln können, während der da dran sitzt und dann einfach ihn da drin lassen. Ah, jetzt ist das Fahrzeug Schrott, okay. Aber mein Kill. Ah, da will sich jemand rächen. Da kommt die Arti. Überlebt das Baby, bitte. War schon mit der Arti. Baby steht noch. Ja. Oh, doch, noch getroffen. Ja, vielleicht kommt ja noch so eins dieser Panzerchen vorbei. Ich bin nur froh, dass wir es wirklich überlebt haben. Die Salve. Ich hätte erwartet. Oh, das ist gefährlich, wie nah die dran sind.
Ah, fuck. Lass sie mich holen. Ich habe ernsthaft gedacht, das MG kommt durch den Panzer durch. Ja, auf der Linie sind keine Panzer. Oh Scheiße, da kommen mehrere. Okay, der M3 ist down. M2. Und das... Wir sind die beste Panzerabwehr der Welt. Drei Panzer auf dieser Linie. Awesome. Und der M2 dachte ernsthaft, er wäre schlau, indem er so ein bisschen außenrum fährt. Ha! Nur problematisch ist, ich sehe jetzt immer weniger hier auf meine Schusslein. Wir werden uns anderswohin bewegen. Okay. Applaus für euch, ihr habt's gut gemacht. Ihr habt es endlich geschafft, die Panzerabwehr auszuschalten. Nachdem ich drei eurer Panzer erledigt habe. Das war awesome. Keine Sorge. Spätestens, wenn ich meine Pioniere zurück habe, baue ich mir eine neue Panzerabwehr auf. Auf einer neuen Position, aus dessen Winkel ich euch fertig mache. Warum ist sie noch heile? Okay. Ah, schade. Ah, ich treffe aus diesem Winkel nicht so gut. Och. Lass los! Okay, okay. War komplett gerechtfertigt und verdient. Na, wollen wir als Sniper das spawnen? Ja, why not? Sollten mal die Pack abbauen, also kaputt machen. Das müsste ich jetzt eigentlich selber mal machen. Weil die muss weg, damit wir später eine neue bauen können.
Headshot. Ja, mein Freund. I'm sorry. Mein Sniper ist besser. Was ist denn jetzt? Ach, Arti! Die Leute haben ernsthaft ein Problem mit mir. Keine Ahnung, was ihr Problem ist, aber sie haben eins. Ich mach doch gar nichts. Wollen wir den Pionier schon? Müssen wir ja gleich, oder? Ne, wir haben noch einen Flieger oben. Schade eigentlich. Ach, by the way, ich habe jetzt einen zweiten Piloten. Ja, wir hätten einen Pionier bereits. Ein Flieger schon oben. Ich guck gerade mir nur die Karte an. Ich überlege gerade, wo eine gute Position wäre für eine Pack. Ich denke tatsächlich, dass wir mal nach hier gehen. Oh shit. Jeep, okay. Ja gut. Wenn wir jetzt hier, I guess. Ganz ruhig, Leute. Ihr Papa die Pack. Erstmal müssen wir durchladen. HE rein. Das ist scheiße. Damit es nicht mehr benutzbar ist. Spawnschutz? Okay, nochmal. Okay, alle guten Dinge sind 3. Wir halten die Linie echt gut. Wir haben nur den vorderen Point verloren bis dato. Bye bye, Pilot. Okay, der hat die Pack überlebt. Dass sie keinen Panzer mehr sich holen. Nur weil jetzt ziemlich viele Panzer, ich glaube 3 Stück habe ich ja ausgeschaltet, in der Reihe verloren habt, weil ihr nicht aufgepasst habt. Ey, wenn ihr auf mich schießt, solltet ihr keinen Spawnschutz mehr haben. So, letzte HE. Oh, aus Versehen auf die Maustaste gekommen. Nein, hör auf.
Easy. An dieser Stellung absolut nicht leiden zu verteidigen. Ich würde ja so gerne ein bisschen was mit der Pack machen, wenn man die schon mal freigeschaltet hat, aber auf dieser Stellung ist die Pack zum Kotzen. Die kommen ja irgendwie vom Strand, also müssen wir mal gucken, ob wir das hier irgendwie strandbasiert unsere Pack aufstellen. Nope. Und Verkehr. Okay, die Rockler sind gerade weird. Fallschirmjäger. Okay, okay. Oh, scheiße. Und der M2 ist das. Okay, der M2 ist down. Wichtige Aufopferung einer Armee, einer amerikanischen, genau, einer japanischen Armee. Eines japanischen Soldaten. Ich bin zu müde. Ich sollte vielleicht gleich mal eine Pause machen. Wir sollten hier warten. Vielleicht kommt noch einer. Wir müssen nur dafür sorgen, dass unsere Pack am Leben bleibt. Oh shit. Oh, okay, wir sind down. Ja. Da können wir einfach eine Etage nach hinten. Wenn da vorne so viele wollen, dann gehen wir einfach etwas weiter hinten und spawnen dort.
Stimmt, wir können sogar mit dem Bajonetten-Charge machen auf der Maschinenpistole. Gut, dann machen wir es so, indem wir mal ganz kurz nachladen. Jetzt haben wir die HE drin. Das hat er überlebt? Okay. Den haben wir direkt getroffen. Ich habe so ein kleines Gefühl, dass die HEs hier nicht so stark sind. Ich weiß nicht, warum ich das Gefühl habe, aber... Okay, in der Defensive auf der Map. Da sollte eine Panzerabwehr doch strong sein. Keine Ahnung, was ich da gerade sehe. Stellen wir erstmal testweise eine hier hin. Ich sehe sogar einen Panzer. Dann habe ich eine Idee. Wir können nicht darüber gucken, oder? Nee. Dann drehen wir sie. Gehen zurück. Warten, bis sie sich gefangen hat. Was sie leider nicht tut. Und wir haben Panzer kaputt gemacht. Wunderbar. Jetzt schieben wir sie wieder ein bisschen nach vorne.